Es gab einmal eine Zeit, in der unvergleichliche Märchen erzählt und niedergeschrieben wurden. Irgendwann gerieten diese wunderbaren Worte in Vergessenheit. Doch es gibt eine magische Zeit, an dem diese Märchen wieder zum Leben erweckt werden. Genau am 1. Dezemberabend im Jahre 2016. Als der letzte Sonnenstrahl verglühte, um das Licht der Sterne zu entfachen, verschwammen erstmals die Grenzen zwischen Realität und Fantasie. Als das magische Buch von Moosburg geöffnet wurde, erwachten die Märchen erstmals aus ihrem langen Schlaf. Wie einst sagte er nun, ganz frisch und munter, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Nun klettert er empor an meinem langen Zopf, verliebt sich unsterblich Hals über Kopf. Doch das ist der Zauberin zu Ohren gekommen. Da hat sie aus Verzweiflung die Schere genommen. Schnauben vor Wut, mit Schnipp und Schnapp, schnitt sie verächtlich einen Teil meines Zopfes ab. Rotkäppchen tritt in das Stübchen ein, Kuchen trägt sie im Korbenbein. Bunt ist der Strauß, freu dich darauf, Großmütterchen, wie siehst du aus? Aber der Jäger pirscht durch den Wald, hört im Häuschen das Schnarchen bald. Find ich dich hier, du wildes Tier, ich, der Jäger, bin jetzt hier. Kaum ist dein Schnitt in das Fell getan, schaut Rotkäppchen den Jäger an. Eh sich's gedacht, ist es vollbracht, Großmutter auch ans Licht gebracht. Wenn sich am 24. Dezember die Türen des Rathauses schließen, so schließt sich auch die letzte Seite unseres Buches und mit ihr die Märchen. Doch wenn im nächsten Jahr der Schnee erneut zu fallen beginnt, werden wir uns alle wieder treffen, um gemeinsam das Buch zu öffnen und die Märchen lebendig werden zu lassen. Dann seid dabei, wenn die Märchen wahr werden in Moosburg an der Isar.